Das neue Seven World Trade Center ist nicht nur das erste Hochhaus auf Ground Zero, sondern auch das erste Hochhaus des 21. Jahrhunderts. Es ist auf dem neuesten Stand der Technik. Es ist das sicherste Bürogebäude in Amerika, das umweltfreundlichste Bürogebäude in New York und das technisch fortschrittlichste Bürogebäude überhaupt. Wir sind alle sehr umweltbewusst geworden und wissen, dass wir saubere Luft und viel Licht brauchen. Wir müssen Energie sparen. Das wollen die Menschen. Wir wollen den Schwerpunkt von der Wall Street in Manhattan zum neuen World Trade Center verlagern. Es sind umweltfreundliche und moderne Bürogebäude, die einen großen Park einschließen und mit allen U-Bahn-Linien leicht erreichbar sind. Dieses Gebäude, Seven World Trade Center, war das erste Gebäude, das nach dem 11. September auf dem World Trade Center-Gelände wieder aufgebaut wurde. Und es war das erste umweltfreundliche Bürogebäude, das von der Stadt New York auch als solches amtlich beglaubigt wurde. Eine Besonderheit in umweltfreundlichen Gebäuden ist das natürliche Licht. Das Glas in diesem Gebäude enthält kein Eisen und keine grüne Tönung. Das Glas in Seven World Trade Center ist kristallklar, was einem nicht nur einen spektakulären Ausblick auf Manhattan erlaubt, sondern auch einen maximalen Anteil an Tageslicht im Bürobereich bietet. Man braucht hier kein künstliches Licht. Außerdem wird auf dem Gebäude Regenwasser in großen Tanks aufgefangen, mit dem das Gebäude gekühlt und der Park bewässert wird. Die Luft, die im Gebäude zirkuliert, wird durch Filter auf dem Dach geleitet. Es gibt also frische Luft, Tageslicht und das Regenwasser wird genutzt. Diese Prinzipien werden sich in den Gebäuden 1, 2, 3, 4 und 5 auf dem Gelände wiederholen. In Seven World Trade Center soll man so viel Natur wie möglich wiederfinden. Dazu dient unter anderem der Beleuchtungskasten an der Decke der Lobby. Tagsüber ist das Licht sehr hell. Abends verfärbt sich der Beleuchtungskasten rot und taucht die Lobby in einen roten Schimmer. Wenn die Sonne untergeht, wird die Lobby blau beleuchtet, wie auch der Himmel draußen. Auch die Aufzüge sind energiesparend. Wenn ich morgens das Gebäude betrete, scanne ich meine Karte ein und das Gebäude schickt mir automatisch einen Aufzug herunter, der mich zu meinem Stockwerk fährt. Man hält nicht zwischendurch auf anderen Stockwerken. Diese Automatik kontrolliert die Anzahl der Aufzüge, die im Einsatz sind, anhand der Mitarbeiter, die sie gleichzeitig benutzen. Man braucht also weniger Aufzüge in einem Gebäude, was ebenfalls extrem energiesparend ist. Der Strom für Seven World Trade Center wird in Windkraftanlagen erzeugt. Wir wollten dieses Gebäude so umweltfreundlich wie möglich gestalten. Das betrifft nicht nur das Licht und die Luft, sondern auch den Strom. Wir sparen Energie. Wir machen den Menschen Tageslicht zugänglich und wir nutzen Regenwasser. Auch für Arbeitgeber bringt das Vorteile. Denn in einem solchen Umfeld werden Mitarbeiter viel seltener krank. Es ist nicht nur ein umweltbewusstes Gebäude, es ist auch ein umweltbewusstes Viertel. Viele Menschen, die hier arbeiten, benutzen öffentliche Verkehrsmittel, wie die U-Bahn, Busse und die Fähre. Niemand fährt mit dem Auto zum World Trade Center. Wir hoffen, dass dieses Modell eines umweltbewussten Viertels sich in den ganzen USA ausbreitet.